Knock, knock. What you see before you is not exactly what one would call a game. It's more like an interactive meditation, reenacted from scattered evidence that happened to fall into our hands. It was built according to instructions left by the original Archives Anonymous donor. Many strange things and unclear moments you will encounter in this, whatever it is, are due to the requirements outlined in the archive. Maybe it was just a mysterious hoax, but it probably wasn't. We suggest you view it as just another urban legend. We recommend you play this in a dark and quiet place, alone. So. Und damit wünsche ich, damit, nein, ich wünsche nicht, damit heiße ich euch herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Projekt. Passend zur Halloween-Zeit habe ich mir ein kleines Indie-Horror-Spiel rausgesucht. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, ist auch gerade der Steam-Sale. Bei, ja, bei, was rede ich da? Ist gerade der Steam Sale, der Halloween Steam Sale besser gesagt. Und da ist auch dieses Spiel für wenig Euro zu haben. Der Link wird in der Beschreibung drin sein. Und ja, das heißt, wir widmen uns jetzt passend zur Halloween-Zeit mal einem kleinen Horrorspiel. Ich habe es mir noch nicht intensiv angeschaut. Ich habe nur mal ganz kurz reingeschaut, um die Grafik zu checken und ob alles flüssig läuft und sowas. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich weiß nur, dass es gruselig sein soll. Es soll sehr schöne Atmosphäre haben. Und es soll interessante Spielmechaniken haben, wurde mir gesagt. Wir werden es uns mal anschauen, würde ich sagen. Und in diesem Sinne starten wir einfach mal ein neues Spiel. Ja, ja, das ist okay. Something woke me up. Did a window break somewhere? Oh, did the door open? It will be hard to find. This is a huge house with tens of rooms, but I haven't locked in all of them for a long time. I've been feeling so exhausted lately. Okay. Und somit nochmal herzlich willkommen bei Knock Knock. What a migraine! As if someone is pounding a hole in my poor skull. Okay, das heißt, wir haben ja einen Charakter, der diverse schlaflose Nächte hat und wir haben eine Tür. Oh, Entschuldigung, ja, mit der Leertaste können wir das Licht an- und ausmachen übrigens. Ja, laufen wir doch mal weiter. Was ist hier passiert? Wir wurden aufgeweckt. I'm exhausted, I just can't fall asleep. And then in the dark I keep seeing some strange thing. By morning the nightmares are always gone though. How much longer until sunrise? Das ist eine gute Frage. Oh, es klopft an der Tür. Wo diese Tür wohl ist. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal Licht an. Wait a minute. What happened to time? It feels like time is standing still. Why doesn't the night ever end? Something is very wrong. Die Sprache von dem Kleinen ist lustig. Ja, da oben links sehen wir eine Uhr, aber sie scheint nicht, nicht fortzuschreiten. Und wir reparieren erstmal kurz die Lampe hier. Die scheint durchgebrannt zu sein oder sowas. Kann ja nicht sein. Oh, dieses Klopfen, das ist schon etwas gruselig. Was ist denn da unten?
da unten durch die Luke durch. Was drehten sich da? Da gehen wir später hin. Ich will erstmal hier oben überall das Licht anmachen, bevor wir weiter runtergehen. Ja, also, es klopft schon wieder. Es klopft überall. Aber hey, das Spiel heißt auch Knock Knock. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ich kenne das Spiel noch nicht, ich weiß nicht genau, was wir machen müssen, aber ich würde einfach erstmal das Haus erkunden. Hier geht eine Treppe hoch im Vordergrund, da würde ich tatsächlich erstmal hochgehen und auch hier dieses Licht reparieren. Ich meine, wenn wir das machen können, wenn wir Lampen reparieren können, dann würde ich das auch einfach tun. Und wieder runter. Hier geht es auch noch eins runter. Und, ach so, das ist ein Lüfter. Ich möchte noch ganz kurz was sagen. In der Testrunde sah das Haus ganz anders aus. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Räume bzw. die Map, also das Haus, zufallsgeneriert ist. Aha. This is how it's done. I can't wind up the time. Was, I can wind up the time too. If the morning is not coming to me, I'll move myself and my home towards it. Okay, das heißt, die Zeit schreitet nicht voran, also schreiten wir einfach in der Zeit voran. Nein! Die Tür, sie war eindeutig zu, als wir angefangen haben. So, the sound of knocking came from here. But how did I manage to unbolt it and not lock it again? It's frightening to go out at night, but I have to check to make sure that it's just the wind. Klingt so ein bisschen asiatisch. Diese Bäume hier sehen gruselig aus. Okay. Wir laufen jetzt also hier draußen umher. Ach so, wir können hier so zwischen, wir nennen das zwischen Ebenen hin und her wechseln. Diese Bäume sehen echt gruselig aus. Oh, hier ist ein Haus. Das ist nicht unseres, oder? Gehen wir doch mal hier rein. Okay, wir sind da an einem, was ist das, Auge? Haus, Auge, Haus? Ach, hat er jetzt das Haus gewechselt zum Schlafen? Sucht er sich jetzt einen anderen Schlafplatz? Press E or up. Oh, what's that noise? It's the clock ticking. I'm finally awake now. And as usual in the early hours of the morning, it will be sunrise soon. And for now, I'll just check if everything's all right. I dreamed that the front door was unlocked. Someone was knocking. I had to get up and look. Then I regained consciousness in the forest and I could hardly find my way back. Okay, der träumt anscheinend häufig. Albträume. Und ja, wenn wir E drücken, können wir uns hier verstecken. Aber das stimmt was mit der Zeit nicht. So läuft sie vorwärts. Aber wenn wir in Deckung sind, läuft die Zeit rückwärts. Oh. Hä? Ah. Wow. Das sind aber laute Geräusche. Ah, die Tür aufschließen. Hat er die abgeschlossen? Okay, das ist interessant. Das, wie klingt das? Wie so ein Radio, was keinen Empfang hat. I don't even recognize my own home. Why does it look so empty? It's probably just my eyes going bad. My eyesight's getting worse and worse after dark. It doesn't matter. I only have to wait a little bit longer. Soon it will be daybreak. Ja. Lass uns die Lampe reparieren. Just a minute. I'll wait for my eyes to adjust. Wait and watch. Okay. All I need is to last until sunrise. Dawn will put everything into its place. Okay, das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Wir müssen einfach nur bis. Wir müssen einfach überleben.
Finally, everything is in its place. I can see it clearly. Something is wrong with my head. I'm still half asleep. It turned out to be nothing. Daybreak is very close now. I just have to survive until dawn. Okay, das heißt, irgendwas stimmt hier nicht ganz mit seinem Kopf. It smells like damp earth. Irgendwas stimmt nicht mit seinem Kopf, meint er. Und er sieht merkwürdige Dinge, oder beziehungsweise... Was? Well, I sorted things out in here. Now let's get going. Da war... Only it's best to turn the light off when I leave, otherwise I worry. When the windows are brightly lit, I can feel someone's penetrating eyes watching me from the outside. Was ist, wenn wir das Licht ausmachen? Wow. Wir lassen das Licht mal an. Hoch wollen wir. Licht reparieren. Es klopft. Huhuhuhu. Okay, Uhr, bitte schnell. Interessant. Okay, jetzt blitzt es dort unten. Ist das ein Hinweis, dass wir in diesen Raum gehen sollen als nächstes? Ich möchte jetzt mal hier das Licht reparieren. Es klopft. Kann ich mal aufmachen? Hallo? Ist da jemand? Ich möchte keine kostenlose Zeitung oder Werbung abonnieren. Ist etwas laut, habe ich das Gefühl, das Spiel. Okay, alles gut. Achso, wir können... Ja genau, wir können erstmal warten und den Raum analysieren. Bitte was? Da hat was gesprochen. Ah, so können wir auch rauszoomen. Dann sehen wir unser ganzes Haus. Okay. Die Geräusche sind nicht schön. Licht an, bitte. Okay, kurz fokussieren. Ach, hier ist eine Uhr. Perfekt. They are coming. Hide and seek in the dark. This is a test of courage, so you shouldn't really hide when you play. Just try to play fair and wait for the game to end. If the seeker sees that someone is hiding, everything will start from the beginning again. The key is you have to guess how the seeker interprets the game. Interprets the game. So, if he says to someone, you're hiding, but that person is standing in the open, then it is not about being seen or not. Okay, das ist interessant. Ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Jetzt sind wir wieder Haus. Also das Interessante an dem Spiel ist halt, dass es einem wenig Hinweise gibt, wie man das Spiel zu spielen hat. Kann es sein, dass wir immer so ein bisschen zwischen Realität und Traum wechseln? Ist das jetzt wieder ein Traum? Oder ist das die Realität? In general, it's best for the psych to sleep soundly in the pre-dawn hours, but lately I've been awake and restless. So I decided to spend these hours checking on my house. Let's see if all the rooms are still where they should be. Okay. Wer stellt denn so ein gruselige, was auch immer da in seine Wohnung? This house is an observatory. It's an old science station. I've lived here since I was born. Okay, das erklärt die Ausstellungsstücke. Die Zeit hier schreitet ja nicht fort. Kann es sein, dass wir hier in einer Traumwelt sind
Und das wird er nämlich auch erklären, warum er in dem zweiten Abschnitt, also in der davor, gesagt hat, er hat geträumt, dass irgendwie die Tür offen war und dass er im Wald verloren gegangen ist. Das ist natürlich die Geschichte, die wir, was wir als erstes gespielt haben, hier, in dieser Welt. Also wäre es möglich, dass wir zwischen einer Traumwelt und einer, sagen wir, Realität sozusagen immer wechseln? I don't want to think about the past. It's less troubling to live in the dark. Okay, das heißt, wir sollten, wenn wir jetzt hier in einer Traumwelt sind, müssen wir irgendwie die Zeit voranschreiten lassen. Light brings clarity. It separates the imaginary from the real. Confidence arrives with the light, which is why I anxiously await the break of day. Die Stimme von dem ist lustig. I am a world orderless. That is my profession. I inherit it. We, the world orderlists, watch the world, study what it's made of. We write down these findings and analyze them. And at some point these notes could be used for scientific research. Okay. Wir gehen erstmal nach oben. Licht an. Oh. My father worked here before I did. Before him, my grandfather, and so on. Each one of my predecessors, nee, was predecessors, added something to this issue. But the past is not a very valuable legacy, which is why many rooms are locked. I never look in there. Okay, das heißt, es gibt Räume, die er noch nie angeschaut hat. Interessant, okay. Hier mal eine Uhr. Thank goodness, the morning is getting nearer. Ist aber. Oh, die Tür ist aufgegangen. Das ist aber auch ein gruseliger Gegner, der dir hier wohnt. I don't want to remember. It's so repetitive anyway. My state of mind suits me just fine, the way it is right now. Okay, also ich meine ganz ehrlich, schaut euch mal um. Möchtet ihr in so einem Wald wohnen, der bei Nacht so aussieht? Ich meine, allein der Baum da links. Das ist doch Maokai, das kann mir doch keiner erzählen. So ein Halloween-Maokai-Skin. So, und warum ist die Tür auf? Wer hat die bitte schön aufgemacht? I didn't open this door. No one is alive out there who could have snuck in. And no one whose mind could have called me outside. The only path here is the one that goes around my house. Right now I can go check that there aren't any new ones. Okay. Aber ich glaube, ich möchte vorher erstmal in den Keller gehen und dort unten den Raum überprüfen. Gucken wir mal. Licht an, bitte. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal nach draußen. So, das letzte Mal sind wir nach rechts gelaufen, jetzt laufen wir einfach mal nach links. Hat man hier ein bestimmtes Ziel, wo man hinlaufen muss? Das sieht mir ziemlich willkürlich aus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, was ist der Sinn vom hier draußen rumlaufen? Ich kann nichts ausmachen, außer diese gruseligen Bäume hier mit den Fratzen. Das klang nach einer Eule. Gruseliger Baum mit Fratze. Diese kleineren Bäume sehen auch aus, als hätten sie alle Krallen. Dinosaurierkrallen. Oh, weiter vor kann ich nicht. Ich wollte gerade noch eins weiter vor. Aber in die Richtung kann ich noch. Ich laufe einfach mal. Ach, guck mal. Hier ist wieder irgendein Haus. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder das Auge. Okay, wir schreiten voran. Ah, jetzt sind wir wieder in dem anderen Haus. Ist das eine andere Welt? Sind wir jetzt in einer
I'm sleeping, and at this point, who the hell knows what's going on? Everything's fallen into disrepair. Many rooms have been neglected. This house should be impenetrable. Even a little crack is a cause for serious concern. Which is why I have to find any patch up every single gap. Once they're closed, everything will go back to the way it was. Okay, das heißt, ich soll Lücken schließen oder ach so, hier können wir uns verstecken. Okay, ich kann irgendwelche Risse oder Löcher soll ich schließen. Okay, ich würde einfach mal das Licht anmachen. During my nightly rounds, it's useless to turn on the light in each room for a little while. It's the only way to put everything back in order. Und was liegt da unten rechts? A scientifically proven fact, if the home is kept in order, then the nightmares will go away. Okay, wissenschaftlich approved. Who just sighted? Is someone here? The air is thick. Achievement, something in the way. Was war das? Okay, alles gut. Was haben wir da im Hintergrund? Ah, da kann ich mich verstecken. Okay. Wir lassen mal das Licht an. Okay, hier mal so ein Versteck. Why does everything look so neat in here? Because someone cleaned it up. Who cleaned it up? I did. Who else could have? Das sieht sauber aus. Da sind überall Fußtapsen auf dem Boden. Was ist denn bei dir sauber? Ah ja, jetzt erstmal wieder die Augen an das Licht gewöhnen oder sowas in der Art. Ah! Das ist sauber! Haben wir das hier eigentlich auch? Können wir das hier auch machen? Ja, können wir. Na, was siehst du? Ah, Stühle, Lampe. Okay. Hoch, runter, hoch. Ja, erstmal hoch. Entschuldigung, da muss ich gehen. Oben ist nur ein Raum, deswegen schauen wir uns erstmal den hier oben an. Die Zeit schreitet voran. Was natürlich gut ist. Heißt das, wir müssen einfach nur warten? Ach, guck mal, wir können das Ganze etwas beschleunigen. Oh, da hat's geblitzt. Dann gehen wir hier einmal rein. Ich repariere einfach mal die Lampe neben der Lampe. Oh, da wollte gerade ein Auge kommen. Und es klopft. Okay, wir laufen mal schnell dort rüber. Der kleine Raum, eins weiter. Hey! Ist noch nicht auf. Sorry, ich habe zu früh die Leertaste losgelassen. Es klopft. Das sind aber auch penetrante Postboten hier. Licht an. Immer erstmal Licht anmachen. Ach so, vielleicht noch kurz die Augen an den Raum gewöhnen. Zeige mir, was in dir steckt. What? I have to hide. I don't know why, but I have to hide now. Das ist eine gute Idee. Wäre ich auch für. Das Verstecken bin ich voll für. Okay. Was ist das denn, ey? Okay, wir zoomen mal raus. Kann ich so auf einem mittleren Zoom-Level bleiben? Das wäre toll. Okay, ich sehe... Achievement unlocked. I was ready. This is some game. Brings me back to my childhood. You hide and feel how the time starts rolling backwards. Mach schnell das Licht wieder an, ey. Ah, es kommt wieder. Was hat die... Das ist ein Rad, was sie jetzt beinhat? What? Ich bin nicht da.
Nein, ich bin nicht hier. Hat ihr das Licht wieder kaputt gemacht? Ich glaube, es hackt. Wer bezahlt denn die ganzen Glühbirnen, die ich hier austauschen muss? Das ist nicht meine Frisur, die da durchlugt, nee. Okay, also jedes Mal, wenn ich rausgehe aus der Deckung, kommt dieses, was auch immer, es ist wieder angelaufen. Okay, wir müssten versuchen, schnell davor wegzukommen. Das heißt, wir sollten... schwierig. Hier nach links haben wir nur einen Raum, aber da ist auch was zum Verstecken. Oh, da ist es wieder, scheinbar. Okay, was können wir machen? Wir gehen raus, öffnen die Tür. Nächstes Achievement, I'm not there. What? Jetzt sind es schon mehrere. Okay, Moment, sehen wir die auch so? Ja, die... Nee, sehen wir nicht, okay. Okay, wir gehen jetzt raus und machen schnell die Tür auf. Gut, und jetzt gehen wir runter. Ne, wir gehen hoch. Hoffentlich war das eine gute Idee. Und machen hier das Licht an. Okay. Ah, Zeit. Okay, Vorspulen ist schon mal wichtig. Okay, wir sind bald beim Sunrise. Hilfe? Okay, wir gehen. Ich laufe jetzt erstmal nach... Ah, hier ist zu. Okay, Tür auf. What's that over there? No, don't look. No light. It's just my nerves. I'm not looking. Not one bit. I'm not even turning my head. There isn't anything there. Lass das Licht an, Mann. Mach die Augen lieber zu und guck, was in dem Raum hier ist. Gar nichts oder was? Okay, Licht an. Nun ja. Da war was. Ah, Käse. Großes Stück Käse. Ne, das ist kein Käse. Das ist irgendein Metall. So ein Gewicht. Huh? I'm haunted by troubling thoughts. They insist on crawling into my head as if they were alive. Oh! Wenn mich so ein Geist erwischt, dann geht die Zeit weit zurück. Okay, wir müssen also verhindern, dass diese Geister uns treffen und müssen in der Zeit vorankommen. Okay, wir müssen die Räume aufdecken, sozusagen. Komm schon, deck den Raum auf. Okay, jetzt ist scheinbar da drüben was. Der hat immer noch nicht den Raum aufgedeckt. Deck mal auf jetzt hier. Gibt's hier was zum Verstecken vielleicht? Hilfe! Hat ja mal die Tür zugemacht. Aber hier in dem Raum war was zum Verstecken. Glaube ich. Ja, das ist zum Verstecken. Oh, der hat uns entdeckt. Okay, das war anscheinend nicht versteckt. Nicht gut versteckt? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt hier erstmal nach rechts das Licht anmachen. Ich will erstmal in so vielen Räumen wie möglich das Licht anmachen. Mensch, beeil dich mal mit dem Licht. Da ist wieder dieses Auge. Okay. Jetzt hoch hier. Licht an. Hoch. Oh. Oben ist noch dieser komische Geist. Okay. Dann machen wir hier das Licht an. Und hier auch.
Okay. Ah, hier ist eine Uhr. Perfekt. Ist hier auch was? Ich glaube nicht. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Kriegen wir das schnell repariert? Nein! War da ein Geist gerade? Stand da ein Geist in der Tür? Bin ich gerade tatsächlich in den Geist reingerannt? Ach Gottchen. Okay. Someone just walked over my grave. Was? Jemand läuft... Jemand ist gerade über dein Grab gelaufen? Was? Okay. Wie auch immer. Wir werden jetzt weiter hier durchgehen und überall das Licht anmachen. Und natürlich kurz den Raum entdecken. Augen zu oder sowas. Nee, will er nicht. Okay. Da gibt es vielleicht in diesem Raum nichts zu entdecken. Licht. Ah, okay, das haben wir schon entdeckt. So. In general, I need to fill this empty room with something. At the very least, so that I have somewhere to hide. Ja. Ich stell hier doch mal einen Schrank oder sowas hin, wo man sich... Oder einen Spind. Ein klassischer Metallspind muss hier rein in das Zimmer. Ja. Jeder weiß, dass man sich, wenn es hart auf hart kommt und Geisterangriff, immer in Metallspinden verstecken kann, ja. Viele Filme und Spiele lehren einem das. Also muss es wahr sein. I can feel that someone was here recently. There's a lip-shaped stain on the door lock, as if someone kissed my door with a clay-covered mouth. Ernsthaft? Okay, wir machen einfach weiter überall das Licht an. Oh, da ist gerade Licht ausgegangen. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt schnell hier rein und das anmachen? Oder sollten wir uns dann möglichst weit von dem Raum entfernen? Das ist die Frage, die ich mir allgemein stelle. Was ist los? Lass das Licht an, Junge. Licht bleibt an. Flossen weg vom Lichthalter. So, hier ist wieder was zum Versteckeln. Kein Problem. Das ist gut. Okay, hier ist aber diesmal keine Waage oder sowas. Egal. Nächstes Licht anmachen. Oh, hier gibt's was zu entdecken. Eine Uhr vielleicht? Oh, es ist da oben das Licht ausgegangen. Da auch! Ich will ja nichts sagen, aber... Warum haben Geister immer diesen Drang, Licht auszumachen? Aha! Hallo? Wer klopft da? Um diese Uhrzeit? Das kann doch nur der Nachbar sein. Licht an. Ich finde es gut, dass man überall im Raum das Licht reparieren kann. Man muss nicht extra zur Lampe gehen. Das sieht aus wie eine Gummizelle. Naja gut, das sind eher Fliesen, aber trotzdem. Da kann man sich verstecken, im Ernst? Was? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe keinen Geist gesehen. Ich habe nur diesen komischen, was war das? Diesen, wie nennt man das? Tumbleweed. Dieses, ja. At first I thought I was sick, but that's not the case. I'm totally normal. I'm most likely compensating for something if only I could take some time off. But it's so frightening to leave the house now. Something is actually happening outside. Happening. Who is that who keeps knocking on my window? There are no trees nearby. The house is in the middle of a clearing. Okay, das ist eine gute Frage. Wer klopft da die ganze Zeit? Und wer zur Hölle will hier rein zu uns?
Ich bin doch kein Hotel. Sucht euch andere Häuser. Thank goodness, everything's in order. I just need to remember to turn off the light when I go. Then they'll never know that there's someone at home. Ach, ist es vielleicht cleverer, das Licht auszuschalten, damit die, was auch immer kommt, nicht weiß, dass ich hier bin? Oder war? Everything is as it was, but still, it's slightly off somehow. What's changed? Or have I just been too overwhelmed lately? I can't keep anything straight. My memory is going. Okay, das heißt, wir reparieren jetzt überall die Lampen. Gucken kurz, ob es hier was zu sehen gibt. So zum Beispiel, wenn er die Augen zumacht. Und dann machen wir das Licht wieder aus. Okay, es kann natürlich sein, dass da, wo das Licht an ist, dass da die Geister vermehrt hingehen. Oder diese, was auch immer. Und wir deswegen, sage ich mal, Spielfortschritt verlieren. Wir sollten vielleicht das Licht auslassen, aber Zeit nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir wollen ja mal weiterkommen. Da ist jetzt was passiert. Okay. Heißt das jetzt, dass da gerade ein Geist aufgetaucht ist? Wenn es blitzt, ist dann da ein Geist aufgetaucht? Okay, ich gehe nicht da lang, kein Problem. Es gibt noch andere Räume. Ich habe einen Geist gesehen. Ich weiß nicht, ob das clever ist, jetzt hier das Licht zu reparieren, wenn daneben an ein Geist ist. Ich werde nochmal woanders hingehen. Und zwar werde ich hier hochgehen und direkt hier das reparieren. Hier ist es ja kaputt gegangen. Eine Stimme hat mir gerade gesagt, don't do this. Okay, die Tür hier müssen wir aufmachen. Weil links von uns ist der Raum, wo man sich gut verstecken kann. Der funktioniert auch noch. Der Raum funktioniert auch noch, okay. Oben, der ist repariert. Okay, dann müssen wir jetzt unten rein. Oh, da oben wieder. Schnell, mach es ganz. Mach es schnell ganz. Links ist immer noch die Krankenschwester. Habe ich genau gesehen. Und jetzt schnell hoch. Da ist wieder die Tür zugefallen. Und es klopft wieder. Und diese Stimme redet immer mit uns. Okay. Okay. Wir machen mal hier die Tür wieder auf. Mach auf. Hier ist noch alles gut. Oh! Okay, wenn sie jetzt hier ist, können wir runtergehen. Wenn die jetzt da oben ist, gehen wir jetzt runter. Wir reparieren jetzt hier und gehen dann weiter nach links reparieren. Oh, da ist irgendwas. Mach mal schnell die Tür auf. Beeil dich. Schnell das Licht reparieren. Ich glaube, die Tür ist wieder zugefallen. Deck den Raum auf und bitte deck irgendwas zum Versteckeln auf. Beeil dich! Okay, gut. Hier ist was zum Verstecken. Achso, wir müssen nach links. Eventuell müssen wir nach links. Ah, wir müssen doch nicht nach links. Ich bin dafür, wir gehen nach rechts. Okay, lass uns verstecken. Wenn die... Ich nenne es jetzt mal Krankenschwester. Obwohl, das sieht nicht aus wie eine Krankenschwester. Das sieht eher aus wie ein... Wie sieht denn das aus? Wie ein Patient. Oh Gott. Oh Gott. Kriegst du die Tür schnell auf? Bitte? Kannst du dich beeilen? Bitte?
And what's this? It's a hole in the wall, or am I just seeing this? Of course, I'm only dreaming again, and it's easy to prove. Once the light is on, this will disappear. Ich möchte mich gerade nicht mit dem Licht aufhalten, weil ich, Frau Radbein möchte spielen, aber ich möchte nicht mit Frau Radbein spielen. Hilfe? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Tu mir nichts! Licht, bitte! Ah, scheiße. Hat uns erwischt. Oh, Mist, ey. Okay. Da wurden wir wieder in der Zeit zurückgeworfen. Hier kann man sich verstecken. Ha! Versteck dich! Ja, halt dir die Augen zu. Es ist eine weit verbreitete und weit bekannte Weisheit, dass das Augenzuhalten auch beim Verstecken hilft. Man sieht es immer wieder bei Kindern und jeder weiß, nur Kinder sagen die Wahrheit, ja? Ich will ja nichts sagen, aber die Zeit geht rückwärts. Könnte es mal ein bisschen schneller machen hier? Ich bin nicht da, okay? So. Das Problem ist halt, sie läuft jetzt hier rechts raus, aber dann kommt sie ja wieder, sobald ich hinter der Deckung vorgehe. It doesn't even matter if I can be seen, as long as I myself don't look at anything. Warte mal, nur wenn ich die Viecher angucke, macht das was? Ich will es nicht drauf anlegen. Halt dir schön die Augen zu. Und dann gehen wir schnell nach rechts durch. Sobald der Spuk vorbei ist, gehen wir raus und ganz nach rechts. Warum geht die jetzt schon wieder da rechts lang? Wie soll ich denn hier rauskommen aus dem Zimmer, wenn die da wieder rechts lang geht? Boah, hör auf, mich so creepy zu rufen. Da ist sie schon wieder. Wie soll ich denn hier rauskommen aus dem Raum? Ach Gottchen, jetzt hat sie mich. Hä? Da komme ich doch gar nicht raus aus dem Raum. Was ist das da? What? I shouldn't have turned on that light. Something was wrong in there. Okay. Okay, irgendwas ist hier ganz creepy. Hä, wir haben schon wieder verloren? Ernsthaft? Okay, ich verstehe das nicht. Was muss ich machen? Spiel, gib mir mehr Hinweise. Gott. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. It's no secret that everyone has to learn proper hide and seek technique. This is common knowledge handed down throughout the ages. But even as a child, I had an exceptional talent for this difficult art to remain undiscovered. Remember one important rule. Don't look, and then no one will see you. What I can see isn't there. Strange, but it works. Okay. Also, was ich nicht sehe, ist auch nicht da. Okay, soll ich trotzdem weiter überall das Licht anmachen? Warte. So. Okay, eine Uhr, das ist schon mal gut. Why am I doing all this? Maybe it's not even necessary. I forgot something very important. Something that I shouldn't even try to remember. Achso, hier die Uhr kann man nur mit Licht aktivieren. Okay, also machen wir das Licht wieder aus und gehen weiter. Hier rein.
Okay, hier ist noch nichts. Dann gehen wir hoch. Ich finde es schön, dass er eine Leiter ohne Hände hochlaufen kann. Okay, hier können wir irgendwas wieder entdecken. Ah, hier ist wieder eine Uhr. Direkt mitnehmen. Ich will so schnell wie möglich fertig werden. Und ich will es vor allem mal schaffen. Ah, ich habe das Licht angelassen. Ey, ich habe Leertaste gedrückt gehabt, aber. Mach aus hier. Kann wohl nicht wahr sein. So, hier ist noch an, okay. So, dann machen wir hier jetzt mal an. Jetzt blitzt es, und zwar in dem Raum. Okay, dann will ich jetzt einfach mal so schnell wie möglich dorthin gehen. Ach, da unten auch. Ah, ja, super. Ich gehe jetzt mal hier so schnell wie möglich hier rein und mache da das Licht an. Okay, hier ist noch. Oh, ich habe rechts angemacht. Vergessen auszumachen. Hör auf! Ich bin nicht hier! Tu mir nix! Und vor allem lass die scheiß Türen auf, Mann. Jetzt spricht wieder irgendwas. Hier ist noch alles fit. Okay, hier rechts auch. Sonst wäre hier das Licht nicht an. Okay. So, unten der Z. Ah! Okay. Ich will nicht runter. Was mache ich denn jetzt? Das Problem ist halt jetzt, wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann bin ich wieder dort hinten in dem Raum gefangen. Wenn's gut läuft. Okay, was machen wir? Unten ist gerade gefährlich. Wie sieht's hier oben aus? Hier ist halt einfach nichts. Oh, ganz unten. Ganz unten. Ah, da ist sie. Jetzt bin ich wieder hier unten gefangen. Das ist nicht gut. Jetzt komme ich nicht mehr nach rechts. Also ich komme nicht mehr hoch. Ach, hier war ein Auge, genau. Ich hoffe, das ist gut, was ich jetzt hier mache. Oh. Okay, also der Hinweis war, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Wie kann ich denn verhindern, dass ich es sehe? Kann ich da irgendwie was dran ändern? Mal die Grotzen zu, Eckert. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach warte? Die Zeit läuft ja weiter. Hat die gerade gesagt, I don't like you? Oh, der Raum ist wichtig. Da ist mein Versteck drinne. Mach Licht an. Okay, das war irgendwie nicht gut, weil offensichtlich haben wir Zeit verloren. Ich dachte, es ist wichtig, dass man in den Räumen das Licht anmacht, in denen es geblitzt hat. Aber wir haben gerade Zeit dafür verloren. Ah! In dem Raum sollte ich, glaube ich, nicht das Licht anmachen. Das hatten wir vorhin schon mal. Was ist das denn da? The forest is creeping inside, but my home is impenetrable. The lights are off, the windows closed, the doors are all locked and bolted. Was bist du denn da? Ich geh mal weg von dem. Wer ruft da? Sonne! Ja, wir haben es geschafft! Okay, ich habe die Spielmechaniken immer noch nicht ganz verstanden, echt. Okay, you should play this game alone. Okay, das ist jetzt nicht ganz der Fall. Ich meine, ich teile das mit euch. Ihr seid hier alle mehr oder weniger dabei. Ja. Aber egal. Get up 3 hours before sunrise. Say this to yourself 3 times. I didn't forget anything. I didn't forget anything. I didn't forget anything. Walk through your darkened house and turn on the light in each room. Okay, das habe ich immer versucht. Go back to the room you started in. Close your eyes. Try to focus on the first thing that comes to mind. If you imagine a face, that being will
come to live in your home. Okay, das klingt nicht gut. Aber wir haben es mal geschafft. Wir sind wieder eins weitergekommen. Okay. Jetzt sind wir aber wieder... Jetzt sind wir wieder in einem anderen Haus. Where did the diary go? I clearly remember putting it under the pillow. I don't get it. Where could I have hidden it? Oh, Entschuldigung. My memory didn't used to deceive me like this. Oh, this is rather strange. No matter what happened, I have to find it immediately. Or I won't be able to work tomorrow. It has notes on... Oh, so schnell konnte ich gar nicht lesen. Okay. Da geht einfach mal das Licht an in dem Raum. My old man gave me this diary when I was first learned how to write. He said that I would write my entire life down in it and that with the last page of the notebook my life would end as well. He was the last in our family who was fond of speaking in metaphors. I was very young then and took his words literally. I wanted to live in a long life, so I rationed the pages. I wrote only in my smallest handwriting, rarely and briefly. It became a habit. But after a while I forgot his words. For some reason they've come back to me now and they unsettle me. Okay. Wir machen also jetzt erstmal das Licht in jedem Raum an. Vor allem läuft ja hier die Zeit nicht mehr weiter. I'm so busy. During the day I have to take samples of everything here. I have to check on the composition of the soil and also on the air, water, fauna, flora. Okay. Wissenschaftler halt, ne? You're afraid, and that's why you want to fall back to sleep. You need to push forward and wake up. How can these pages be here? Why are they torn? I don't like this at all. Did someone get into the room while I was asleep and steal the diary? I have to check the entire house again. I really neglected it. Wo ist das Licht ausgegangen? Ganz links. Nee, sorry. Also das geht ja gar nicht hier. Da muss eigentlich mal hier ein Techniker kommen und die Stromleitung überprüfen. Es kann ja jetzt sein, dass jede Birne immer durchbrennt. The forest is at the end of its life. It used to be a rich biotope, but now it's dying. I couldn't find any healthy new growth. Ja, das sieht man dem Wald auch an. The land has grown soggy too. All the large species of animals have died out. All that is left are the numerous species of insects. Insekten, toll. War das jetzt ein Hinweis? Werden wir gleich von Insekten angegriffen? Was ist denn für ein Stuhl? Warum hat man denn so einen Stuhl bei sich zu Hause? Something is getting closer from the other side. I have to hurry. Die Tür ist auf. Sollte ich erstmal vollständigkeitshalber die ganzen anderen Lichter anmachen, bevor ich das Haus verlasse? Achso, es ist nur noch ein Licht. So viel dazu. Come out! It's time! I often address the diary entries to myself, to my older self, who one day would read these entries. It was just a game, but now I feel that a complete stranger has penned these pages. Ja, irgendwie schon. Das ist merkwürdig. Okay. Wir gehen dann jetzt einfach mal hier links raus und sind wieder im Wald.
Okay, ich würde sagen, wir wechseln uns ab. Wir gehen wieder nach rechts. Wir sind jetzt einmal nach rechts, dann nach links und jetzt gehen wir einfach wieder nach rechts. Ich bin mir... Oh, Entschuldigung. Oh, warum bin ich denn so müde? Ich habe heute wunderschön ausgeschlafen. Eigentlich. Was wollte ich gerade sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was diese, sagen wir, Waldpassagen auf sich haben. Was sie für eine Bedeutung haben. Das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Ich habe allgemein das Gefühl, dass ich noch nichts von dem Spiel verstanden habe. Das ist alles so, ich weiß nicht, so creepy. So mysteriös. Das Wort trifft es am besten. Es ist alles so mysteriös. Ich meine, was mache ich hier? Was will das Spiel, was ich hier mache? Ich laufe umher. Sehe die Blätter fallen. Ich glaube, ich bin gerade auf den Ast getreten. Oh, ich kann nicht nach oben. Ich kann gerade immer nur nach unten laufen. Ach, hier ist ein Haus. Okay, ich kann aber von hier auch noch eins. Ich kann nicht wieder hoch. Nein, nein, da war das Haus. Wenn ich ganz weit nach unten gehe, bin ich dann irgendwann wieder oben? W funktioniert wieder. Tick tock, tick tick tock, tick tock, tick tick tock, tick tock, tick tick tock. Hey, warum konnte ich jetzt wieder nach W, wieder nach oben gehen? Jetzt bin ich hier wieder drin. Okay, das war strange. Okay, jetzt sind wir aber auch wieder hier in dem Auge oder was das ist. Ich kann es nicht richtig deuten. Sind wir jetzt in der Traumwelt oder sind wir jetzt in der Realität? Obwohl, hier kommen Geister, die uns heimsuchen. Ich denke mal eher, das hier ist die Traumwelt. Aber warum sollte in der Realität die Zeit stillstehen? I've got it. It's really a case of sleepwalking. It makes perfect sense that I probably hid the diary somewhere myself, in my sleep. As a child, I hid things in many places. Now I have to go through them all. Okay. Oh, das Haus sieht anders aus. Kein Problem. Da kann ich selbstverständlich mit leben. Okay. Hier ist die Haustür. Ja, die lassen wir dann auch mal. Warum ist die Kamera da so mittig zentriert? Das gefällt mir nicht. Licht an. Tür auf. I feel like there's something wicked on the other side of the door. It's calling to me. Meint ihr da drüben an der Tür? Soll ich hier mal reingucken? Hallo? Ist jemand hier? Jemand hier drinnen? Nein? Ach so, hier kann man was sehen. Was ist denn da für ein Schatten? Sag ich mal nichts zu. Ein Schrank. Kann ich mich in dem Schrank verstecken? Keine Ahnung. Aber ein Schrank. Schränke sind gut. Oh, hier geht's noch eins tiefer. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Okay, erstmal meditieren. Why I haven't looked in here for so long? Das war völlig falsch vorgelesen. Aber ihr könnt ja selber lesen. Nö. Ich versuche trotzdem immer alles vorzulesen. So, was haben wir hier? Eine Lampe kaputt gegangen. Ganz toll. Wo ist sie denn kaputt gegangen? Hier nicht. Hier auch nicht.
Oh, hier kann ich noch was entdecken. Er hat gerade die Augen zugehabt. Eine Uhr vielleicht? Gibst du mir eine Uhr? Nö, das ist keine Uhr. Aber ein Ort zum Verstecken. Hier? Ah, hier ist kaputt gegangen. Müssen wir mal wieder anmachen. Hoffentlich ist das richtig, die Lichter immer anzumachen. Ah, ganz da hinten ist gerade irgendwas geblitzt. Dingst. Explodiert, wollte ich schon sagen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, hier klopft es wieder. Laut. Nicht zu überhören. Okay, hier ist ein Boiler. Hier kann man sich verstecken. Ah, hier ist eine Uhr. They are real. But not as they appear. You see them like that because you're in a state of somnolence. The handwriting is made to look like mine, but it's just a little bit off. I didn't write this, that's for sure. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn du das nicht geschrieben hast. Hallo? Ich wollte gerade die Tür aufmachen. Oh, wie unfair. Da kann ich doch nicht riechen, dass da plötzlich hier so ein Psychopath durch die Tür kommt. Boah, wie. Das ist ja gemein. Komm, mach die Augen zu. Hier kann doch in dem Raum. Hier muss doch irgendwas in dem Raum sein. Nicht? Ich hab vergessen, das Licht auszumachen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich denke, wir sollten das Licht wieder ausmachen, nachdem wir fertig sind in den Räumen. Ach, hier ist wieder ein Auge. Hallo. Das ist wieder nicht gut, das anzumachen jetzt. Nein! Nein! Tu mir nichts! Nein! Ah. I'm getting delirious. I've got to finish checking the house and then go back to sleep. Okay. Alle Räume checken und dann zurück schlafen gehen. Wie weit sind wir? Hier haben wir alle durch jetzt, ne? Die ganze Reihe. Ja, wir haben, glaube ich, alle durch. Okay, da ist gerade noch was passiert. Da müssen wir aber sowieso durch. Durch den Raum müssen wir ja durch. Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Da ist wieder ein Auge. Ist das jetzt eine gute Idee, das Licht anzumachen? Nee, scheinbar nicht. Weil dadurch habe ich wieder an Zeit verloren. Okay, dann gehe ich jetzt mal nicht da zu dem Blitz und mache da nicht das Licht an. Halt. Okay, hier sind noch alle Lichter intakt. Das Licht ist auch noch intakt. Das Licht hier ist nicht intakt. Okay, diese freundlich klingende Stimme hat uns gerade gesagt, wir sollen das Licht nicht anmachen. Ja, okay, wenn ich hinter dem Bett bin, geht die Zeit wieder zurück. Das ist also auch nicht richtig. Okay, schlafen können wir also nicht. Geh bitte? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Okay, die Lampe ist definitiv wieder kaputt, aber ich sehe sie jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo sie ist. Dieser Geist. Aber ich kann mich nicht ewig verstecken, weil ja dann die Zeit geht ja in der Zeit rückwärts. Toll, jetzt ist sie da wieder links raus. Dann komme ich doch jetzt hier wieder nicht aus dem Raum raus. Weil sobald ich jetzt hier hinter dem Schrank, nee, was ist das, hinter dem Bett vorgehe, kommt die ja von links wieder auf mich zugelatscht.
Ist sie jetzt weg da? Ne, ich glaube, die ist noch da. Ja, die ist noch da. Da ist sie. Und sie kommt wieder in den Raum rein. Jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Komme ich da überhaupt noch wieder vor? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Nobody home. Achievement unlocked. Okay. Okay, die Frage ist halt, kann ich dieser freundlich klingenden Stimme vertrauen, wenn sie mir sagt, do not und don't do that und sowas? Kann man der vertrauen? Oder ist es am Ende so ein Patient, so ein hier Psychopath? Diese Stimme. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall kommen wir so gerade nicht weiter. Denn ich komme an dem Geist nicht vorbei. Das ist echt ein Problem. Nee, wie? Wie? Was soll ich tun, um gegen den anzukommen? Okay, ich weiß es nicht. Gut, ich würde sagen, wir machen mal eine Pause. Wir sind jetzt schon wieder eine Stunde dabei. Ich würde sagen, wir verschieben das Weiterspielen erstmal noch ein bisschen. Moment, wir lesen nochmal kurz. No, 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 I'm only imagining this. This is caused by my persistent insomnia. I have to fall asleep. Okay. Also, wir verschieben das Weiterspielen mal kurz. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das vollständig spielen will als Let's Play oder ob es mehr so eine Art angezockt werden soll. Auf jeden Fall möchte ich es noch ein bisschen weiterspielen. Wir haben jetzt eine Stunde gespielt und ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nichts von dem Spiel verstanden. Ich werde mich vielleicht ein bisschen schlau machen, wie das Spiel funktioniert, um dann beim nächsten Mal etwas erfolgreicher weiterspielen zu können. Und deswegen sage ich jetzt für die jetzige Aufnahme erstmal Tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe auf jeden Fall Lust, es weiterzuspielen. Und falls euch das jetzt schon gefallen hat und ihr sagt, hey, ich würde das auch gern spielen, dann kauft es euch. Der Steam Halloween Sale geht noch bis zum 1. November, wenn ich mich recht erinnere. Und bis dahin ist das Spiel noch für unter 3 Euro zu haben. Ich glaube, es waren 2,60 Euro oder sowas in der Art. Kauft es euch, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns dann, wenn wir das nächste Mal weiterspielen. Auf Wiedersehen!